Liebe Genossinnen und Genossen, das Wahlprogramm ist gut. Das Wahlprogramm wird durch die Entscheidung heute sicherlich noch besser werden. Der Landesvorstand hat gestern eine Wahlstrategie beschlossen, die eine, wie ich finde, sehr gute Grundlage gibt, die korrespondiert. Ich will auch deutlich sagen, diese Wahlstrategie trägt die Handschrift von André Brie. Worte wie konsequenter Realismus, Konzentration auf Themen, das sind alle Dinge, die wir machen sollten. Und ich will ausdrücklich hier ganz laut und deutlich André danken, dass er die Wahlleitung in unserem Land übernommen hat. Ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist natürlich auch ein Engagement mit einem gewissen Risiko. Aber ich glaube auch, dass wir das gemeinsam hinkriegen können. Es sind, wie ihr alle wisst, nur noch 148 Tage bis zur Wahl. Und die eigentliche Herausforderung, die beginnt für uns dann am Montag. Denn wenn unser Wahlprogramm gut ist, unsere Wahlstrategie gut ist, ist das sehr schön für uns. Hilft aber nicht. Der alte Spruch, die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift, den müssen wir realisieren. Das heißt also, lasst uns unsere Angebote, unsere Strategie in das Land tragen. Lasst uns mit den Menschen reden, was wir für Angebote haben, damit wir mit diesen wirklich die Menschen überzeugen können, dass die Linke etwas anzubieten hat. Ich sage das natürlich in Kenntnis der Tatsache, dass wir eine schwierige Lage der Bundespartei haben. Und ich sage das auch in Kenntnis der Tatsache, dass die Lage in unserem Landesverband nicht die allerleichteste ist. Das wissen wir alle. Das müssen wir uns auch nicht sagen. Aber eins ist auch klar. Wer da ein bisschen im Tal steht, der sollte nicht noch weiter schippen, dass es tiefer geht, sondern der sollte anfangen, wirklich was in die Hand zu nehmen und loszugehen, liebe Genossinnen und Genossen. Denn diejenigen sind die Starken, die gerade dann, wenn es schwer sind, beginnen, auch den Weg, der nach oben führt, in Angriff zu nehmen. Lass mich einen zweiten Punkt sagen. Hier ist viel gesagt worden. Helmut hat das nochmal dargestellt, was wirklich Arbeitsmarktpolitik, was Verbindung von Wirtschaft und Arbeitsmarktpolitik ist. Wir können doch da aus der Zeit, wo wir in diesem Land regiert haben, vieles Positive vorweisen. Wir haben gesehen, Mignon hat darauf hingewiesen, Mecklenburg-Vorpommern war Spitze bei erneuerbaren Energien. Und das ist auch ein Verdienst des Umweltministers Wolfgang Medling gewesen. Lasst uns das doch laut sagen in diesem Land. Wir haben was anzubieten. Wir wollen das weiter tun. Und wir haben in diesem Land doch mit dafür gesorgt, dass wir hier halbwegs solide Finanzen haben. Wir haben dafür keine Schuldenbremse gebraucht. Wir haben eine solide Finanzpolitik auch zum Beispiel durch Angelika Gramko gemacht. Und deswegen hat das Land eine bessere Situation. Wir brauchen keine Schuldenbremse. Wir brauchen wieder solide Finanzen. Und wir müssen vor allen Dingen einen Beitrag dazu leisten, dass eine andere Politik auf diesem Gebiet auf der Bundesebene gemacht wird. Denn nur dort müssen die Probleme geklärt werden. Wir brauchen deutlich mehr Einnahmen. Wir brauchen kein Geschachere bei Hartz-IV-Beiträgen und dann auf der anderen Seite den Banken Milliarden in den Rachen werfen. Nein, eine andere Einnahmepolitik. Wir haben in diesem Land so viel Geld und so viel Vermögen. Die Zahl der Vermögensmillionäre steigt und bei denen holen wir nichts ab. Nein, wir, liebe Genossinnen und Genossen, haben Angebote für das Land und für den Bund, auch wenn hier und da etwas anderes geschrieben wird. Das müssen wir in den Mittelpunkt stellen. Und ich will etwas sagen zu anderen konkurrierenden Parteien. Ja, wir sind eine der drei Großen und mit denen kämpfen wir. Aber ich will ausdrücklich gegen meine sonstige Herangehensweise zu drei anderen Parteien etwas sagen. Eines ist doch uns allen ganz klar und das müssen wir ruhig, aber sehr deutlich jedem und jeder hier im Lande sagen. Wir hatten hier 5 Jahre Nazis im Parlament. Das Ergebnis ist null beziehungsweise minus. Sie haben dem Land ein schlechtes Image gegeben. Sie haben eher dafür gesorgt, dass Touristinnen und Touristen nicht hierher gekommen sind. Und deswegen ist ganz klar, wir brauchen die nicht im Parlament. Und sozialer Protest gegen die schwarz-gelbe Bundesregierung hat eine Adresse. Der hat die Adresse der Linkspartei und keine andere. Also, liebe Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Sie Protest üben wollen gegen diese Bundesregierung, dann kreuzen Sie am 4. März selbstverständlich die Linke an und nicht irgendwelche Rattenfänger. Zweitens, wir haben eine Partei, zu der ich nur einen Satz sagen will. Die hat am letzten Wochenende auch einen Listenparteitag gemacht. Die hat das nicht so gut gemacht, wie wir das machen werden. Da kann ich nur sagen, der Name spricht für Sie. FDP, fast 3%, belassen wir es dabei.
Und ich will einen letzten Satz sagen zu den Grünen, die irgendwie haben die auch keinen medialen Gegenwind, habe ich so das Gefühl. Allerdings will ich schon darauf verweisen, dass das, was hier im Lande angeboten ist, etwas anderes ist. Wir haben das, was sich vorzeigen lässt, durchgesetzt. Und die Linke ist für ökologische Politik die Partei. Wir verbinden eben Soziale mit ökologischer Politik. Das ist unser Markenzeichen. Und die Partei ist ein Rest von Bündnis 90. Und selbst wenn sie jetzt, und ich bin da ganz sicher, die Umfragen gehen jetzt hier auch kurzzeitig hoch, aber gewählt wird am 4. September. Und wir werden bis dahin das schaffen, dass soziale, ökologische Politik bei uns die Adresse hat. Also, liebe Genossinnen und Genossen, die Nazis müssen raus. Die FDP brauchen wir nicht mehr so doll. Und über die Grünen habe ich auch das Notwendige gesagt. Eine letzte Bemerkung. Es ist so, ich sagte das, 148 Tage, das ist nicht mehr sehr viel. Und eins ist ganz klar, wir haben heute Nachmittag eine Veranstaltung, wo wir Listen wählen. Und das ist immer so bei Listenwahlen, gibt es unterschiedliche Sichten. Da gibt es Kontroversen, aber es gibt Entscheidungen. Und wenn entschieden ist, liebe Genossinnen und Genossen, dann gibt es nur noch eins. Das ist hier der Souverän. Vorschläge, Beschlüsse, alles wichtig. Alles wichtig. Aber letztlich wird heute und nur hier und nur von den Vertreterinnen und Vertretern entschieden. Aber nach dieser Entscheidung, liebe Genossinnen und Genossen, da gilt dann das, was auch hier dran steht. Mit Zuversicht, mit Ideen, geschlossen in diesen Wahlkampf, mit Engagement, mit unseren Inhalten. Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir können selbstbewusst in diesen Wahlkampf gehen. Es geht nicht um irgendeine Partei, erst recht nicht um irgendeine Parteiführung. Es geht um die Menschen hier in diesem Land. Und für die beschließen wir heute ein Angebot. Und dann bitte, lasst uns das glaubwürdig geschlossen unter die Menschen nicht nur bringen, sondern mit ihnen reden. Denn letztlich gilt doch eins. Nur wer selber brennt, und das müssen wir für uns erzeugen, nur wer selber brennt, kann auch andere entzünden. Also mit Enthusiasmus in die Wahlkämpfe, uns alles Gute für heute. Dankeschön. Dankeschön.